Mein Name ist Markus Viehfeld, ich bin 44 Jahre jung. Ich bin im richtigen Leben ein freiberuflicher Webentwickler, Internetunternehmer, 23 Jahre schon selbstständig aktiv dort, habe also Dotcom-Blase überlebt und habe eine ganze Reihe Erfahrungen in der digitalen Welt sammeln dürfen und mache für die FDP ehrenamtlich Parteipolitik seit 2002 in etwa und habe mich dort natürlich für digitale Themen immer sehr stark gemacht, war unter anderem Chef der Jungen Liberalen mal in Sachsen, war auch mal Kreisvorsitzender hier in Leipzig, habe die letzten zwei Jahre ein wenig politische Pause gemacht, um mich um meine Tochter mehr kümmern zu dürfen und freue mich jetzt ein wenig zurückzukommen, weil ich ganz viele Ideen für Leipzig habe, weil ich glaube, dass in dieser Stadt sehr viel Potenzial liegt, dass wir eine digitale Verwaltung brauchen. Wir sind jetzt gerade frisch ins in die goldenen 20er Jahre gestartet und ich hoffe, dass wir dort die Digitalisierung in Leipzig voranbringen können. Jetzt hat ja Leipzig oder der Stadtrat im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres, den Klimanotstand beschlossen, ausgerufen. Das soll deutlich machen, dass die Klimakrise jetzt Priorität haben muss in den Entscheidungen und auch, dass die Klimakrise Priorität haben wird, allein dadurch, dass sie so dringlich ist und wir sie immer mehr zu spüren bekommen. Was bedeutet der Klimanotstand für dich als zukünftigen Oberbürgermeister und was leitest du daraus für dieses Amt ab? Ich finde den Klimanotstand sowohl in der Begrifflichkeit als auch in der Herangehensweise ein sehr seltsames, wenn nicht sogar fragwürdiges Konstrukt, weil wir dort alles unter der Maxime postulieren, die Zukunft müssten wir jetzt retten. Ich glaube, dass die Zukunft viel mehr Optionen und viel mehr Möglichkeiten uns noch offen hält, als dass wir das so verteufeln. Ich höre dann immer Zahlen, 2050 wäre dies und jenes unumkehrbar. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren so viele technische Entwicklungen erleben dürfen an ganz vielen Stellen. Ich würde uns insgesamt da mehr zutrauen, auch wünschen, dass man dieser Entwicklung auch Raum gibt und nicht alles nur mit dem Verbotshammer gewissermaßen versucht zu beantworten. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, das kommen durch den Klimanotstand natürlich Verpflichtungen, sowohl auf die Verwaltung, aber auch auf die Unternehmen hier in Leipzig zu. Und es erzeugt natürlich wieder mehr Aufwand, mehr Bürokratie, mehr Abfragen, mehr Gutachten für dieses und jenes. Und ob wir in der Situation von Leipzig, wo wir eigentlich halt immer noch wachsen wollen, wo wir uns weiter entwickeln wollen, da nochmal einen Hemmschuh auflegen wollen, mache ich zumindest mal ein Fragezeichen hinter, ob das die klügste Strategie ist. Okay. Du hattest ja die technischen Innovationen der letzten 20 Jahre mit angesprochen. Mhm. Deshalb, welche Ideen hast du für den Ausbau erneuerbarer Energien im Stadtgebiet? Und kannst du dir auch vorstellen, dass du über Ordnungsrecht den Ausbau antreibst? Naja, erneuerbare Energien, zum Beispiel Windkrafträder, kann man natürlich schwer im Stadtgebiet Leipzig organisieren oder hier hinstellen. Ich glaube, das würde zumindest bei vielen Bürgern ein großes Fragezeichen erzeugen. Was wir aber machen können, ist, dass wir unsere Strukturen anpassen. Also sprich, erstens dafür sorgen, dass wir weniger Strom und Elektrizität und Wärme brauchen. Gut bauen, solide bauen, aber auch nicht übertrieben. Dass wir unsere Mobilität besser organisieren. Ich persönlich bin sehr gespannt und auch ein großer Fan der Idee von autonomen Fahren, weil ich daran eine Disruption sehen werde. Also eine Infragestellung bisheriger Gewohnheiten, was die Verkehrsinfrastruktur und die Nutzung betrifft. Wir diskutieren jetzt Elektromobilität immer unter dem Aspekt, ja, aber haben wir denn genug Strom in der Leitung? Haben wir genug Schnellcharger? Aber ich glaube, wenn wir autonome Autos irgendwann haben im tagtäglichen Betrieb, dann können die ja gewissermaßen zu dem Windkraftrad auch draußen im ländlichen Raum hinfahren, sich dort andocken, wenn sie wieder voll sind, zurückkommen. Also das sind dann auf einmal innovative Sprünge, die dort entstehen, die wir mit so einer alten Denke haben wir schon immer so gemacht, das Auto muss vor der Haustür stehen, da passt es am besten hin.
glaube ich, da hüpfen wir zu kurz. Und das ist auch mein Ansatz. Ich kenne das als Softwareentwickler. Wir machen so häufige Sprünge, die wir vor 2-3 Jahren noch gar nicht kannten. Und auf einmal ist es dann Alltag und eine neue Realität. Und genau an der Stelle stehe ich auch für ein open-minded Konstrukt oder Ansatz, dem auch einen Raum zu geben. Wie stehst du zum Ausbau der Solarenergie in der Stadt? Natürlich gerne gefördert, auch gerne auf den Dächern, dort wo es Sinn macht. Ich weiß auch, dass es Solarpaneele ja auch in Glasfronten eigentlich technisch schon geht, aber da ist natürlich auch die Frage Kosten-Nutzen. Das muss in einem richtigen Verhältnis stehen. Also nur weil es technisch geht und dann irre viel kostet, muss man auch die Wirtschaftlichkeit bitte im Auge behalten, aber grundsätzlich gerne. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial zu heben. Du hattest vorhin schon die Mobilität bis angerissen. Ja. Deshalb die Frage, wie möchtest du nachhaltige und klimafreundliche Mobilität in Leipzig gestalten? Welche Rolle soll dabei der Umweltverbund spielen? Also Kern von der Mobilität in einer großen Stadt wie Leipzig muss der ÖPNV sein, der an und für sich eine ganz gute Ausgangslage in Leipzig hat. Aber wenn man auch ein bisschen in die Details reinschaut, stellt man fest, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren keine Straßenbahnlinie neu dazu bekommen haben. Nur, in Anführungszeichen, das ist ein Krisenprojekt gewesen, aber nur den Citytunnel, das hat das S-Bahn-Netz erheblich aufgewertet. Ich glaube, das ist auch ein echter Faktor geworden, auch für das Erschließen des Umlandes für die Stadt Leipzig. Aber wir müssen natürlich schauen, wo kann man eigentlich den ÖPNV nochmal beschleunigen, verbessern, attraktiver machen. Weil wir jetzt Taktungen haben, die nicht immer perfekt passgenau sind. Alles konzentriert sich auf den Hauptbahnhof, wo die Situation einfach zu eng wird. Vielleicht muss man da auch mal überlegen, ob die bisherigen Fahrplanorganisationen so passt oder ob man das anders strukturiert. Ich glaube, da ist noch Potenzial drin. Und wir müssen auf jeden Fall die Schiene von der Straße entkoppeln. Also ich selber wohne im Waldstraßenviertel, ich habe die Jana-Allee vor der Haustür und ich wundere mich wirklich seit Jahr und Tag, dass man dort es nicht schafft, auch mit einer intelligenten Verkehrsführung die mittleren Spuren freizuhalten für die Straßenbahn, dass die nicht mit den Autos im Stau steht. Weil das ist ja eine Idiotie in sich, zu sagen, ich habe dort einen Stau und dann kann ich mal der ÖPNV dran vorbeifahren. Da geht mehr, das kann man mit einfachen Mitteln der Verkehrsführung eigentlich besser lösen. Und wenn wir das erstmal hinbekommen haben, glaube ich, ändern sich sicherlich auch Nutzungsverhalten an vielen Stellen, was den individuellen Verkehr betrifft. Und das würde ich erstmal sehen wollen, dass wir da einen Schritt vorwärts kommen und das auch wirklich zur Priorität machen. Okay. Du bist mit dem Rad hergekommen, möchtest auch den Radverkehr in Leipzig stärken und wenn ja, wie? Also ja, ich fahre fast alles hier in Leipzig mit dem Fahrrad. Wie gesagt, ich wohne sehr zentrumsnah. Das ist natürlich auch eine Form von Glücksgriff, dass man so nah dran ist und die Wege dann in Leipzig glücklicherweise kurz sind. Aber ich entdecke auch viele Fahrwege, wo man sich im Kopf drum machen muss, ob hier ein Fahrradfahrer eigentlich auf der Straße richtig aufgehoben ist. Bin heute durch die Naumburger Straße gefahren in Plagwitz. Das wird ganz schön eng dort. Und wenn dann noch eine Straßenbahn von hinten kommt, wird es auch ungemütlich. Also wir müssen auch das eigentlich entkoppeln. Vorzugsweise richtig entkoppeln. Also auch wenn wir uns überlegen, wo fahren denn Fahrradfahrer tatsächlich? Müssen die immer mit der Straße mitfahren oder können die nicht eigentlich auf einem eigenen Fahrradstreckennetz viel besser aufgehoben oder organisiert werden? Auch da muss man aber fair bleiben, die Strecken sich erstens angucken, wohin, und dann auch vielleicht in der Nebenstraße sagen, vielleicht packen wir dort die Fahrradfahrer hin. Das ist sauber getrennt. Ich glaube, da kann man mehr rausholen, aber die Diskussion, die wir in Leipzig die letzten Jahre geführt haben, waren immer, na, wir müssen den Autofahrern die Straße wegnehmen und da am besten jetzt alles in Fahrradwege ummünzen. Ich glaube, das ist der falsche Weg, weil wie gesagt, auch das autonome Fahren wird uns irgendwann
mit ganz neuen Potenzialen erreichen. Und wenn wir dem autonomen Autoverkehr vorher schon die Straßen wegnehmen, dann verpufft der Effekt ganz sicher. Du hast dich vorhin schon mal auf die Attraktivität des ÖPNV bezogen. Ist es für dich auch eine Option, durch die Einführung eines 365-Euro-Tickets den ÖPNV attraktiver zu machen? Natürlich wäre das eine Möglichkeit, den ÖPNV attraktiv zu machen, indem man ihn günstiger macht. Aber bevor man das macht, muss man, glaube ich, das Angebot verbessern. Also in der jetzigen Kostenstruktur erstmal bleiben, investieren, dafür sorgen, dass der ÖPNV attraktiver wird. Wenn wir jetzt Knall auf Fall einfach so, weil es politisch so schön klingt und weil wir vielleicht ein Bundesmittel dafür bekommen, warum auch immer, aber wenn wir von heute auf morgen sagen, 365-Euro-Ticket, werden wir sicher 15-20% mehr Benutzer im ÖPNV haben, mehr Menschen, die es nutzen wollen, weil es ja dann günstiger ist. Grundsätzlich ist das toll, aber dann wird es natürlich schon eng auf den jetzigen Strukturen, auf den jetzigen Taktfrequenzen, auf der jetzigen Kapazität der LVB. Und dann ist das Angebot eigentlich nicht mehr attraktiv, weil wenn jede Bahn überfüllt ist oder an ihre Grenzen kommt, auch in der technischen Belastung, haben wir dann vielleicht für den ÖPNV eher ein schlechtes Signal gesetzt. Und das will ich gerne vermeiden, also auch dort Kosten nutzen, in die richtige Relation packen. Wir müssen erstmal investieren, dass wir das Mehraufkommen dann am Ende auch abfedern könnten. Eine andere Frage, kann Leipzig eine Stadt der kurzen Wege werden? Leipzig ist eine Stadt der kurzen Wege. Also ich war in den letzten Jahren auch beruflich bedingt in vielen großen Städten, ob München, Frankfurt, Köln. Da sind die Wege immer viel länger als in Leipzig. Leipzig verfügt über ein sehr kompaktes Zentrum, über den Innenstadtring und dort auch nah angeschlossene Wohnquartiere. Ich glaube, wir sind schon eine Stadt der kurzen Wege. Das könnte noch besser und schneller vielleicht auch sein. Vielleicht muss man sich auch gewahr werden, dass sowas wie ein mittlerer Ring eigentlich eine große Hilfe für die Mobilität sein könnte. Da habe ich das Gefühl, dass wir die Debatte so ein bisschen vor 10 Jahren verschlafen haben, wo die Planung noch war und man das hätte nur realisieren müssen, nur in Anführungszeichen. Aber also das fehlt so ein bisschen, vielleicht so in dem Querverbund, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist Leipzig eine sehr mobile, kurze angebundene Stadt. Wechseln wir jetzt komplett das Thema. Wie kann für dich die Ernährung in den kommunalen öffentlichen Kantinen oder überhaupt die Ernährung von Leipzig klimaneutral und nachhaltig werden? Das ist ein sehr spezielles Thema. Ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler und auch kein Kantinenmanager. Aber ich vermute, ihr wollt darauf hinaus, dass man natürlich auch dort regionalen Anbau fördert. Aber ich glaube, auch dort müssen wir die Menschen mitnehmen. Angebot, Nachfrage, Aufklärung spielen da eine Rolle. Einfach nur ein Veggie-Day verordnen, wie wir vor einigen Jahren immer mal wieder eine Debatte haben, halte ich ganz prinzipiell für den falschen Weg. Ich möchte, dass die Menschen sich selber aussuchen können, was sie konsumieren, aber wenn man sie richtig aufklärt, ihnen das auch vorlebt, welche Effekte man dort generieren kann, ist da, glaube ich, auch viel geholfen. Du hast schon angesprochen, Leipzig ist eine wachsende Stadt. Wir werden auch in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Aber wir sehen ja, einige Ressourcen oder viele Ressourcen sind begrenzt. Das heißt, wie passen für dich eine wachsende Stadt und begrenzte Ressourcen zusammen? Indem man versucht, die Ressourcen, die wir haben, effizient auszugeben. Also nicht wie gesagt, noch extra Aufgaben draufpackt. Also über welche Ressourcen reden wir? Wenn wir jetzt schauen, dass wir in den letzten 10 Jahren um die 100.000 Menschen hier neu nach Leipzig bekommen haben, dann fehlen auf einmal Kitas, es fehlen Schulen, es fehlen Kapazitäten im ÖPNV.
Da muss man natürlich als Kommune auch sagen, das ist jetzt meine erste Priorität. Zum Teil ist es Daseinsvorsorge, zum Teil Rechtsanspruch und zum Teil natürlich auch die Frage, wie wir eine attraktive Stadt, wie wir Leipzig jetzt vorfinden, weiter gestalten und ausbauen wollen. Und genau mit der Priorität muss man dann das auch entscheiden und sagen, erst die Kitas, erst die Schulen, erst der ÖPNV und danach Dinge, die vielleicht auch nett wären in der politischen Lage, aber auch dann in der zweiten Reihe erst kommen dürfen. Ich nenne ganz konkret die Milieuschutzsatzung, wo sich viele Leute Hoffnungen machen, dass man damit Mietpreise irgendwie einfrieren könnte. Aber faktisch erzeugt die Milieuschutzsatzung nur mehr Aufwand, mehr Bürokratie, auch mehr Frust bei den Bürgern. Ich halte das für einen falschen Weg. Leipzig ist ja auch eine sehr grüne Stadt und entsprechend und auch gerade in Anbetracht der Meldung aus den letzten Jahren, dass die Artenvielfalt rapide zurückgeht, wie kann Leipzig die Biodiversität in der Stadt und im Einflussbereich der Stadt fördern? Wir haben Leipzig als Glücksfall, dass wir eine schöne Vermischung haben von großstädtisch geprägter Innenstadt mit kurzen Wegen auch dort ins grüne Umland. Ich bin selber leidenschaftlicher Radfahrer, ich benutze den Auenwald auch zum Joggen sehr gerne und ich glaube, dass wir dort gut daran tun, dieses einzigartige Stück Auenwald auch zu erhalten, entsprechend zu schützen. Aber auch dort bitte mit Augenmaß, nur weil dort der Forstbetrieb mal sagt, wir müssen auch mal gewisse Dinge aufräumen und forstwirtschaftlich bewirtschaften, wird ja deshalb nicht gleich der komplette Auenwald abgeholzt oder in Frage gestellt. Ich wünsche mir dort einfach eine Debatte, die auch fair miteinander umgeht. Ich glaube, dass wir dort auf einem guten Weg sind und wäre immer auch ein Ansprechpartner für diese Themen, dass wir dort auch nichts kaputt machen, im besten Sinne des Wortes. Leipzig hat ja in den letzten beiden Jahren auch erlebt, wie Klimawandel aussehen kann durch zunehmende Extremwetterereignisse. In Zukunft wird das nach übereinstimmender wissenschaftlicher Meinung oder übereinstimmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen noch zunehmen, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Wie kann sich Leipzig auf den Klimawandel oder an den Klimawandel anpassen? Also klar ist, Klima wandelt sich schon immer, hat sich in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen extremer gezeigt. Ich bin dort fest Überzeugung, auch dass wir auch dort erstmal schauen müssen, wie wir darauf reagieren. Nicht nur mit Panik reagieren und sagen, die Welt geht unter, sondern wirklich schauen, welche Konzepte brauchen wir. Also Begrünung, Wassermanagement in den Grünflächen, dass wir dort eben die unsere Parks, unsere Wälder schützen, dass wir dort dafür sorgen, dass sie nicht austrocknen. Wir müssen aber auch gucken, welche Infrastruktur an der einen oder anderen Stelle angepasst werden muss. Ich freue mich, dass wir als Wasserstadt Leipzig ganz viele Kanäle wieder freilegen. Ich glaube, das kann ein Beitrag sein, um auch erstens den Bezug der Leipziger zum Wasser nochmal anders darzustellen, aber auch natürlich, was klimatische Zusammenhänge, Verdunstungseffekte etc. pp. Hoffentlich positiv mit gestalten lässt. Grundsätzlich kann man natürlich auch überlegen, welche Flächen man grün organisiert und auch noch ausweitet. Aber auch das muss mit einem fairen Abstimmen von Interessen und nicht mit der großen Ideologiekeule passieren. Dann kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Und zwar zum Ende deiner Amtszeit. Falls du Bürgermeister wirst, wie stellst du dir Leipzig am Ende deiner Amtszeit vor und wie stellst du dir Leipzig 2045 vor?
Also 2027 wäre das, wenn die erste Amtszeit vom Oberbürgermeister Viehfeld zu Ende wäre. Und dann will ich vor allem die Verwaltung komplett digitalisiert haben. Das sind 7 Jahre, das ist ein anspruchsvolles Projekt, aber ein machbares Projekt. Professor Pinkwart, der hier an der HAL in Leipzig auch schon tätig war, beweist das gerade als Digitalminister in NRW. Der will schon in diesem Jahr das erste Ministerium komplett digital umgestellt haben. Und genau das kann eigentlich eine Stadt wie Leipzig oder muss eine Stadt wie Leipzig auch hinkriegen. Weil wir dann erstens darüber Potenziale in der Verwaltung freisetzen, Mitarbeiter, die von Papier- und Faxgeräten befreit, hoffentlich schnellere Bearbeitungszeiten hinbekommen, schneller die Stadt weiterentwickeln können, eine ganz andere Servicekultur für unsere Bürger organisiert bekommen. Und genau darum geht es ja eigentlich. Wir haben eine schöne Stadt, wir wollen die nach vorne bringen. Und das machen wir mit den Bürgern, mit der Verwaltung. Die Verwaltung ist aber vor allem Servicedienstleister für die Bürger. So begreife ich das zumindest. Und genau auch in diesem Klima, jetzt habe ich den Faden verloren. Sehr schön. Wir brauchen dort tatsächlich, was ist mal Klimawandel? Welcher Begriff fällt mir da jetzt gerade? Sonst müssen wir das. Also, wichtig, wir brauchen dort. Was fehlt mir jetzt gerade? Haben wir ein Klima? Nee, ist doch kein Klimawandel. Wandel in der Denkweise? Ja, also. Wir haben das jetzt auf dem Podiumsdiskussion, jetzt ist aber gerade 1000 Mal weg. Wir brauchen einen Wandel in den Köpfen, in der Herangehensweise, in der Art und Weise, wie wir Stadt denken, wie wir miteinander Stadt organisieren. Wir wissen, dass die Stadt weiter wächst. Wir wissen, dass viele junge Leute zu uns kommen. Die haben erstens alle einen Anspruch, aber die wollen ja vor allem eine attraktive, lebendige Stadt vorfinden. Die wollen nicht vom Amt gegängelt werden, bitte nochmal 3 Durchschläge hiervon, 2 Durchschläge davon, wenn sie eine Firma neu gründen wollen. Sie wollen nicht von Pontius zu Pilatus geschickt werden, wenn sie einen Kita-Platz brauchen. All das verstehe ich unter Servicekultur, dass wir dort eine Stadt haben, die das ein bisschen umkehrt, sagt, wir als Leipziger Stadt haben hier die besten Angebote für unsere Bürger, weil wir digital besser organisiert sind, weil wir alles transparent besser wissen, weil der einzelne Sachbearbeiter bessere Zugriffe hat auf die entsprechenden Informationen, schneller entscheiden kann. Und das wäre ein unglaublicher Gewinn für die Stadt Leipzig, an dem ich gerne mitarbeiten will. Und im Jahr 2045? 2045 ist noch lange hin. Das möchte ich gerade mal durchrechnen. Wäre ich 70. Spannend. Vor allem werden wir dann, gerade durchzählen, ja, 54 Jahre nach dem Fall der Mauer, nee, 56 Jahre nach dem Fall der Mauer, das sind 2 Generationen. Das ist ja ein spannender Zeitpunkt. Ich vermute, das wird, ja, da müssen wir groß denken, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Also, was können wir in den nächsten 10 Jahren machen, damit wir in den folgenden 10 oder 20 Jahren weiterhin die Stadt weiterentwickeln? Also, uns nicht dogmatisch Wege verbauen, nicht Entscheidungen treffen, die wir vielleicht nicht mehr umkehren können und auch mit dem Wunsch rangehen, dieses Leipzig, wie es jetzt ist, kurze Wege, tolle Infrastruktur, tolle Menschen, tolle Zugang zur Natur, dass wir dieses Gesamtpaket erhalten. Ich glaube, dann ist auch Leipzig 2045 immer noch ein sehr schönes Pflaster zum Leben und zum Arbeiten. Und abschließend nochmal zu dir als Mensch. Spielt Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch privat für dich eine Rolle und wie trägst du zur Nachhaltigkeit bei? Also, ich bin als Sportler sehr viel in der freien Natur unterwegs,
Fahrrad, zu Fuß, zum Joggen, auch als Segler am Kossi. Deshalb ja, wäre es vermessen oder andersrum. Natürlich liebe ich es, dass wir eine Natur haben, die uns ja auch viel zurückgibt. Ich bin als Radfahrer natürlich auch nachhaltig unterwegs. Ich fahre auch viel Bahn, wenn es geht oder wenn es der richtige Anschluss da gibt. Aber ich mache das auch nicht in meinem Alltag jetzt zur obersten Maxime, zu gucken, wie viel CO2-Fußabdruck war das denn heute. Denn am Ende des Tages, und ich glaube, da spreche ich für viele Leipziger, wollen wir erstmal unser Leben auch organisiert bekommen. Morgens Kinder in die Schule oder in die Kita bringen, tagsüber dem geregelten Alltag Wohlstand entwickeln und uns anpacken für unseren Job. Dafür sorgen, dass auch die Stadt Leipzig davon ja profitiert. Und am Ende des Tages, klar kann man das alles zusammenzählen und kann man vielleicht auch grüne Stempel an Haustüren verteilen. Aber ich glaube, wir müssen auch dort fair miteinander umgehen und die Leistungsträger unserer Gesellschaft nicht noch ein Säckchen draufpacken, noch ein Säckchen draufpacken. Das geht bei den Steuern los, aber endet dann auch bei vielen Umweltauflagen. Sorgen wir lieber dafür, dass dort ein Umdenken und ein Angebot entsteht. Dann haben wir, glaube ich, am Ende mehr davon.